Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Minister, die EU-Innenministerinnen und Minister wollen heute darüber beraten, wie sie Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützen können. Welchen Beitrag wird Österreich leisten? Zunächst bin ich dem französischen Vorsitz sehr dankbar, dass es dieses Innenministertreffen gibt, damit wir sich als Europäische Union, als Innenministerinnen und Innenminister entsprechend koordinieren können in den vielen unterschiedlichen Aufgaben, die wir haben. Wir werden auch das Thema innere Sicherheit, welche Auswirkungen hat das auf die innere Sicherheit in den Ländern, unterhalten. Aber wir werden uns natürlich auch über das Thema Fluchtbewegungen unterhalten und Österreich wird hier natürlich seinen Beitrag leisten, wie wir das auch schon getan haben. Es sind ja bereits die ersten Hilfslieferungen auch ergangen in diesen Tagen. Medizinisches Material wurde hier in die Ukraine verschickt, an die ukrainische Grenze. Und tatsächlich werden wir auch jetzt uns vorbereiten auf mögliche Fluchtbewegungen, die derzeit natürlich in den angrenzenden Ländern stattfinden. Und da bin ich sehr dankbar, auch mit unseren Nachbarn Slowakei, Ungarn auch entsprechend unterhalten zu können, wie deren Situation ist, damit wir das auch entsprechend für unsere Planungen auch berücksichtigen können. Stichwort Planung. Bundeskanzler Nehammer hat gemeint, Österreich sei schon auf der Suche nach Quartieren. Womit rechnen Sie? Mit wie vielen Menschen rechnen Sie? Wie viele wollen Sie dann, wenn ich das richtig verstehe, auch aktiv aufnehmen? Sie beobachten ja die Situation auch sehr genau, dass zunächst der Großteil der Flüchtlinge in den benachbarten Ländern, Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Moldawien, hier zunächst einmal hier die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger, die vor diesem furchtbaren Krieg, vor diesem furchtbaren Angriff auch fliehen, ihr Ziel suchen. Aber natürlich sind wir auch gewappnet, wenn diese Fluchtbewegung letztendlich bis nach Österreich kommt. Wir sind vorbereitet. Wir haben ganz aktuell entsprechende Quartiere in Vorbereitung, auch in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern, mit den Hilfsorganisationen, mit den Gemeinden auch. Ganz aktuell haben wir jetzt eine zentrale Anlaufstelle im Innenministerium eingerichtet, damit Menschen, und es gibt unglaublich viele Menschen, Privatpersonen, Einrichtungen, die hier helfen wollen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, damit das auch koordiniert wird. Das ist letztendlich ganz, ganz wichtig. Hilfe funktioniert dann am besten, wenn es koordiniert ist. Koordinieren und vermutlich auch mit etwas Planung und Voraussicht. Dann ist natürlich die Frage, wenn man weiß nicht, wie viele Menschen kommen, wie viele jetzt Schutz dann in der EU suchen, aber da gibt es auch die Überlegung, soll man die Menschen dann über Asyl irgendwie bei sich aufnehmen. Es gäbe ja auch die Massenzustromrichtlinie aus dem Jahr 2001 noch nie angewandt. Wären Sie dafür, die zu aktivieren? Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier den visumsfreien Raum letztendlich auch haben. Das heißt, die Menschen können sich 90 Tage auch frei aufhalten. Es gilt darum, jetzt auch zu helfen. Es sind überwiegend Frauen, junge Menschen, ältere Menschen auf der Flucht und denen wollen und werden wir helfen, auch als Österreich. Und wir werden uns jetzt entsprechend darüber beraten, wie wir diesen Menschen, die vor diesem fürchterlichen Angriff verschickt an die ukrainische Grenze. Und tatsächlich werden wir auch jetzt uns vorbereiten auf mögliche Fluchtbewegungen, die derzeit natürlich in den angrenzenden Ländern stattfinden. Und da bin ich sehr dankbar, auch mit unseren Nachbarn Slowakei, Ungarn auch entsprechend unterhalten zu können, wie deren Situation ist, damit wir das auch entsprechend für unsere Planungen auch berücksichtigen können. Stichwort Planung. Bundeskanzler Nehammer hat gemeint, Österreich sei schon auf der Suche nach Quartieren. Sie beobachten ja die Situation auch sehr genau, dass zunächst der Großteil der Flüchtlinge in den benachbarten Ländern, Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Moldawien, hier zunächst einmal hier die ukrainischen Bürgerinnen und Bürger, die vor diesem furchtbaren Krieg, vor diesem furchtbaren Angriff auch fliehen, ihr Ziel suchen. Aber natürlich sind wir auch gewappnet, wenn diese Fluchtbewegung letztendlich bis nach Österreich kommt. Wir sind vorbereitet. Wir haben ganz aktuell entsprechende Quartiere in Vorbereitung, auch in enger Zusammenarbeit mit den Bundesländern, mit den Hilfsorganisationen, mit den Gemeinden auch. Ganz aktuell haben wir jetzt eine zentrale Anlaufstelle im Innenministerium eingerichtet, damit Menschen, und es gibt unglaublich viele Menschen, Privatpersonen, Einrichtungen, die hier helfen wollen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen, damit das auch koordiniert wird. Das ist letztendlich ganz, ganz wichtig. Hilfe funktioniert dann am besten, wenn es koordiniert ist. Koordiniert und vermutlich auch mit etwas Planung und Voraussicht. Dann ist natürlich die Frage, wenn man weiß nicht, wie viele Menschen kommen, wie viele jetzt Schutz dann in der EU suchen, aber da gibt es auch die Überlegung, soll man die Menschen dann über Asyl irgendwie bei sich aufnehmen? Es gäbe ja auch die Massenzustromrichtlinie aus dem Jahr 2001 noch nie angewandt. Wären Sie dafür, die zu aktivieren? Also grundsätzlich ist es so, dass wir hier den visumsfreien Raum letztendlich auch haben. Das heißt, die Menschen können sich 90 Tage auch frei aufhalten. Es gilt darum, jetzt auch zu helfen. Es sind überwiegend Frauen, junge Menschen, ältere Menschen auf der Flucht und denen wollen und werden wir helfen, auch als Österreich. Und wir werden uns jetzt entsprechend darüber beraten, wie wir diesen Menschen, die vor diesem fürchterlichen Angriff Putins fliehen, auch am besten helfen können. Das werden wir jetzt tun. Es gibt
gibt ja in der EU immer wieder Diskussionen, wenn es darüber geht, verpflichtende Quoten, um auch Menschen aufzunehmen und Menschen zu helfen. Wenn es nicht weitergeht, wären Sie dafür, dass man das... Ich bitte Sie jetzt nicht, um über Quoten zu reden, sondern dass wir Menschen helfen, die vor dem Angriff Putins flüchten. Das sind junge Frauen, junge Familien, das sind ältere Menschen, und denen müssen und werden wir jetzt helfen. Derzeit in den Nachbarn in erster Linie, aber auch Österreich ist entsprechend darauf vorbereitet und wird helfen, wo es notwendig ist. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Minister. Danke.